Der erste Hungerstreik, der darum ging, Gleichstellung mit den anderen Gefangenen als Forderung. Und dass aber auch sehr schnell gemerkt worden ist, dass man damit nichts erreicht. Irgendwann kam dann der richterliche Beschluss, eine richterliche Anordnung zur Zwangsernährung. Und eine Zwangsernährung ist eine der demütigendsten Methoden, Menschen überhaupt zu ernähren. Da, wenn ich jetzt hier auf dem Stuhl sitze, wirst du hier überall angeschnallt. Der Kopf wird nach hinten gerissen. Dann kommen die mit so einem dicken Schlauch und schieben dir den, ob du schluckst oder nicht, schieben die dir den einfach hier durch den Mund irgendwo hin, wo er rauskommt, wissen die in dem Moment selbst nicht. Oftmals ist er in der Lunge gelandet und dann hat man erstmal einen Hustenanfall und weiß Gott was gekriegt. Und dann hat man ihn wieder rausgezogen, hat den Schlauch ein bisschen gedreht, dass er in die Speiseröhre kam. Und sobald der Schluckreflex da war, kam dann so eine große Spritze, da war flüssige Nahrung drin und dann wurde die ja vollkommen reingepumpt. Und dann war die Prozedur zu Ende und du bist nur noch in die Zelle getorkelt und es wurde schwarz vor Augen. Also ich denke, auch für Wolfgang war klar, dass irgendwas nicht stimmt an der Situation. Ja. Jeder, der diesen Zustand einmal erlebt hat, wie so Besuche ablaufen, hat sich bestimmt entschieden, entweder da gehe ich nie wieder hin, das macht mich einfach fertig, ja, oder hat ihn auf den Weg geführt, also jetzt mache ich tatsächlich was. Und da hat er dann schon Anknüpfungspunkte gefunden, diese Behandlung kann nicht echt sein, die kann einfach nicht wahr sein. Dagegen muss ich mich auflehnen. Jeder Sozialdemokrat muss jedes Todesopfer beklagen, das als Konsequenz blindwütiger Ideologie erbracht wird. Im Übrigen wird eine unabhängige Kommission von Ärzten die Sache untersuchen. Und darüber hinaus soll ja niemand vergessen, dass der Herr Mainz Angehöriger einer gewalttätigen, andere Menschen vom Leben zum Tode befördert habenden Gruppe, nämlich der Bader-Meinhof-Gruppe war. Und nach alledem, was die Angehörigen dieser Gruppe Bürgern unseres Landes angetan haben, ist es allerdings nicht angängig, sie, solange sie ihren Prozess erwarten, in einem Erholungsheim unterzubringen. Sie müssen schon die Unbequemlichkeiten eines Gefängnisses auf sich nehmen. Holger, der Kampf geht weiter.
Wir saßen in unserer Wohngemeinschaft beim Frühstück, als der Anruf kam, Ulrike Meinhof ist tot. Und wir wohnten da mit sehr vielen Leuten, 15 Erwachsenen. Da ging quasi ein Riss durch die Wohngemeinschaft. Das war das Ende quasi des politischen Zusammenhangs Sozialistische Initiative Wiesbaden. Und es war meines Erachtens auch das Ende der Wohngemeinschaft, weil für die einen war eben klar, Ulrike ist ermordet worden, und für die anderen wollten zum WG-Business übergehen und Spülprobleme und sonst was diskutieren. Ich konnte mich nicht so aus vollem Herzen empören, wie Wolfgang das zum Beispiel konnte. Ich habe eher gedacht, mir sind auch so oft Gegenargumente eingefallen. Also mir ist es schwer gefallen, so klar einzuteilen in die Schweine und die guten Revolutionäre. Aber das habe ich eher als einen Fehler von mir angesehen. Wir haben darüber gesprochen, aber es hat nicht zu einer Trennung geführt. Das kann man nicht sagen. Ein Kommando der Rote Armee-Fraktion hat den Präsidenten des Arbeitgeberverbandes Hans-Martin Schleyer entführt. Einen Tag nach der Entführung hat die RAF ihre Forderungen gestellt. Der Arbeitgeberpräsident soll gegen 11 inhaftierte Terroristen ausgetauscht werden, darunter Andreas Bader und Gudrun Enslin. Hans-Martin Schleyer soll am Leben und unverletzt sein. Kurze Zeit später war dann das ganze Stadtviertel quasi von zivilen Polizisten umstellt, und man wusste, dass jetzt alles observiert wird. Überall war eben dasselbe Bild, bewaffnete Einheiten, und in der Wohnung in der Gax zu dem Zeitpunkt, die war eben völlig, da waren Wände durchtrennt worden und alles kurz und klein geschlagen worden, und so nach 2 Stunden hatte ich die verschiedenen 4 oder 5 Wohnungen abgelaufen, und eine Genossin, die bei einer Freundin übernachtet hat, die habe ich dann angetroffen. Alle anderen waren abgeräumt worden.